Danke, Frau Vizepräsidentin, geschätzte Kollegen. Zum Sportpaket für Tirol, Mangel an Tennishallen. Ja, es braucht mehr Bewegung in Tirol, es braucht mehr Sport und es braucht auch mehr Tennishallen. Es bräuchte auch noch viele andere Sachen mehr, die dem Sport dienen, aber wir möchten jetzt einmal auf diesen Bereich den Fokus legen. Es braucht finanzielle Mittel für die Errichtung, aber auch für den Betrieb von mehr Tennishallen. Und wir hätten auch gern ein Leistungszentrum, in dem junge Talente gefördert werden können. Ein Leistungszentrum hat auch den Vorteil, dass wir dann immer Bundesförderungen lukrieren können. Das ist auch im Schwimmsport so und in vielen anderen Bereichen auch. Und es wäre jetzt also wirklich für Tirol jetzt keine Schande, dass man ein Leistungszentrum hat. Und es müssen viele Tennissportler nach Oberösterreich gehen, nach Linz gehen, sowie auch die Schwimmer auch, um ihren Sport dann weiter zu professionalisieren und zu verbessern. In den letzten 5 Jahren verzeichneten die Sportvereine einen Rückgang von 550.000 Mitgliedern in ganz Österreich. Also von 2,1 Millionen Menschen, die in Sportvereinen tätig waren, sind es jetzt nur mehr 1,6 Millionen. Also fast -20%, also -18% genau. Was haben wir denn gemacht mit diesen Sportvereinen? Wir haben schon oft gefordert, dass auch die steuerliche Absetzbarkeit von Mitgliedsbeiträgen in Sportvereinen gemacht wird. Auch das wäre eine ganz wichtige Forderung. Aber besonders dramatisch ist der Rückgang bei den Jüngsten. Besonders in den letzten 2 Jahren. So hielten sich bei den unter 5-Jährigen 54% weniger fit. Also mehr als jeder Zweite kehrte dem Vereinssport den Rücken. Die Schulpflicht hat da ein bisschen abgefedert, da waren sie ein bisschen weniger. Bei den 10- bis 15-Jährigen waren nur mehr 30% weniger aktiv. Ist aber auch ein großer Verlust für die sportliche Tätigkeit und natürlich im weiteren Folge für die Volksgesundheit. Dafür ging es in der Gruppe von den 16 bis 19. rapid bergab. Da waren es 46%, also fast 50%, sind nicht mehr zu Vereinen gegangen und haben also Vereinssport nicht mehr betrieben. Bei den Erwachsenen lag der Pandemieeffekt je nach Altersklasse bis zu 30% weniger Aktivität. Und wir kennen auch da die Folgen. Bei weniger sportlicher Aktivität steigt natürlich auch das Übergewicht und die weiteren gesundheitlichen negativen Effekte. Ich möchte auch in diesem Zusammenhang, ich habe das schon normal erwähnt, aber auch auf die psychischen Auswirkungen aufmerksam machen, denn Sport kann so viel abfedern, Sport kann so viel helfen, gerade den Jugendlichen, die dann von ihren Problemen abgelenkt sind, die vielleicht neue Freunde treffen. Auch der Integrationsaspekt ist nicht zu unterschätzen, auch das haben wir schon öfters gesagt. Aber es ist wirklich wichtig, dass der Sport psychische Probleme übernimmt und dass wir nicht nur immer an Krankenhäuser denken, besonders für Kinder und Jugendliche und an psychiatrische Betreuung, sondern oft einmal genügt einfach nur sportliche Betätigung und das würde sehr viel helfen. Es braucht also eine Tiroler Sportstrategie. Natürlich sind die Gemeinden oft zuständig, aber wir müssen uns schon bewusst sein, auch als Tiroler Land, wir müssen alle Sportarten fördern. Auch Randsportarten, auch die, die nicht so im Fokus sind, möchte dann nur Kickboxen erwähnen, Boccia spielen, hat einen ganz einen tollen Konzentrationseffekt. Boccia muss man jetzt gar nicht so sportlich sein, aber ein paar kennen das total gut, die haben ein gutes Auge, die kennen das. Sollte eigentlich bei jeder Schule ein Boccia-Platz dabei sein, wäre ja eine nette Sache, wahrscheinlich auch nicht die große Investition. Aber noch einmal zum Tennissport und zu den Tennishallen. Also wir sind da in Tirol eindeutig Schlusslicht. Und in Innsbruck ist die Tennisplatzdichte überhaupt ganz hinten noch. Also für ungefähr 130.000 Innsbrucker haben wir so eine geringe Tennisplatzhallendichte. Es sind nämlich genau 18 Tennisplätze. Wenn man das umrechnet auf die Einwohnerzahl, dann macht das Ganze 0,000137 aus. Also so wenige Tennishallen stehen in Innsbruck zur Verfügung und schon wie gesagt, eben gerade die Tennishallen sind im Winter doch so wichtig, dass man diesen Sport ganzjährig betreiben kann. Zum Vergleich, Salzburg hat 35 Hallenplätze, also fast doppelt so viel und Graz 44. Und mir ist nicht bekannt, dass Salzburg und Graz sich Sportstadt nennen. Innsbruck schon. Also es wäre, glaube ich, schon Zeit, dass man sich zu einer Sportstrategie in Tirol bekennt und die Tennishallen wären der erste Schritt, dass man auch diesen Sport wieder fördert und unseren
unserer Bevölkerung wieder die Möglichkeit gibt, mehr Sport zu betreiben. Wir haben gesehen, was in den letzten 2 Jahren passiert ist. Dankeschön.